Eine kleine Wasserstelle. Gut. Zack. Und schon haben die eine Wasserfläche. Mal gucken, ob die jetzt immer noch zufrieden sind mit dem Gelände. Ja, das sieht gut aus. Passt. Und wie gesagt, auch wenn die keine Anforderungen haben an das Wasser, wir haben es trotzdem mit drin. Wir können mal gucken, ob sie mit irgendwelchen Tieren zusammen auch gehalten werden können. Mit Straußen, Kaffernbüffeln, Elefanten, Netzgiraffen, Springböcken, Steppenzebra. Springbock. Also einen Springbock hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Das heißt, wir können daher nochmal Springböcke uns hier mit in den Zoo reinholen. So, wir haben zwei neue Gegenstände auch wieder freigeschaltet für die Rappen-Antilopen. Hier müsste ein neues Spiel mit dabei sein. Gucken wir mal eben in die Zoopedia. Das Futterspenderfass, also ein kleines Futterspenderfass haben wir jetzt. Das hier. Das packen wir mal hier mit hin. So, welche Tiere leiden unter niedrigem Wohlbefinden? Ja, die Pfauen natürlich, ne? Ja. Das war ja wieder klar, dass die wieder alle durchdrehen. Rufen wir einen Tierpfleger. Ja, die Sauberkeit im Gehege ist wieder eine Katastrophe. Das heißt, wir gucken mal, dass wir die Mitarbeiter auch mal weiterpflegen. Genau, wir pflegen unsere kleinen Tierpfleger. So. Die sind bald schon maximal ausgebildet. Ich glaube, wir bräuchten mal wahrscheinlich noch einen weiteren Tierpfleger. Was ist unser Geld? 3500. Da sollten wir uns noch einen weiteren Tierpfleger leisten können. Und der kriegt jetzt eine Arbeitszone. Und zwar kriegt er die hier. So. Ja, ich denke mal, das sollte dann passen. Und das sind dann die Pfauen. Hat er jetzt schon den automatisch bekommen? Ja, er ist im Arbeitsgebiet der Pfauen. Sehr gut. Dann kann er da nämlich sauber machen, dann ist der nämlich ganz alleine eingeteilt für die Pfauen. Und das sollte dann eigentlich auch ausreichend klappen. Und sobald die Jungtiere hier ausgewachsen sind, wenn wir ein paar davon mal wegpacken. Wir haben auch schon ein paar noch, die wir hier noch drin haben, oder? Moment, haben wir gerade mal. Ja, so und da auch wieder hier in die Tiere rüber sortieren nach. Dann schmeißen wir nämlich alle mal aus dem Handelszentrum. Jetzt hier drin. Für Pfauen kriegt man halt nicht viel. Die lassen wir alle frei. So und kriegen dafür, wow, 2 Aderheilungspunkte. Nice. Damit können wir uns bestimmt was Tolles kaufen. Mindestens 2 Tiere. Ja. So, die Trächtigkeit, genau. Wann ist denn hier Wurfzeit? Mai. Das heißt, da ist auch nicht mehr lange, bis die kleinen Rappen-Antilopen-Babys, jetzt sag ich die ganze Zeit Rappen, Rappen-Antilopen-Babys kommen. Wir haben jetzt schon 15% Paarungsbonus und gleich gibt es auch noch das Premium-Essen für die. Und da freuen die sich bestimmt. Wir können aber nochmal schauen, und zwar Natur. Setzen wir den Filter mal auf das Biom Graslandschaft, Kontinent, afrikanisch. Und gucken mal, ob wir irgendwie das Gehege hier nochmal so schön kriegen. Also ich würde ja ganz gerne die Wasserfläche hier so irgendwie ein bisschen optisch ein bisschen ansprechender gestalten.
so eine kleine Blumenwiese hier. Sieht ein bisschen random aussehen, sonst sieht es halt irgendwie doof aus. Das muss natürlich aussehen. Und Natürlichkeit erreicht man eigentlich nicht, indem man einfach alle Sachen, wenn man in die richtige Richtung dreht. Nicht so, wie ich das gerade mache. Ach, jetzt hier die Bepflanzung, gucken wir mal eben. Passt noch gerade so. Ja, macht halt 3% schon aus, die Sachen, die jetzt hier gepflanzt haben. Dann gucken wir mal, dass wir die hier ein bisschen rüberziehen. Ja, ich denke mal, das ist okay. Es sieht halt wirklich ein bisschen trostlos aus. Ich würde hier auch gerne mehr reinpacken. Wobei, was wir nochmal machen können, ist das Gelände noch ein bisschen anheben. Das macht nämlich auch noch eine ganze Menge aus. Wenn ich das Gelände hier so ein bisschen anhebt. Und so ein bisschen Höhenunterschiede mit reinbringt. Wollte eigentlich nur schauen. Hier passt aber noch. Warum ist der jetzt hier eingesperrt gerade? Wollte hier aus unseren Spotbox rausholen. Also wenn man sich das Gehege nämlich jetzt mal anschaut, dann sieht man jetzt hier zumindest ein bisschen eine Erhöhung. So, Veterinärforschung ist abgeschlossen. Wir haben 4 Gegenstände entdeckt. Dann noch mal besseres Futter. Gucken wir eben hier nochmal rein in die Zoopedia. Naja, die Reibesäule haben wir jetzt. Bei den Weibchen gibt es eine klare Hierarchie innerhalb der Herde, wobei das Alpha-Weibchen das stärkste, gesündeste Tier ist. Neue Weibchen in der Familie sind die Weibchen feindlich gegenüber eingestellt. In freier Wildbahn kauen Rappenantilopen auf Knochen, um so wichtige Mineralstoffe aufzunehmen, okay? Das Fell von Rappenantilopen wird mit dem Alter immer dunkler. Ein dunkles Fell bedeutet daher meist, dass das Tier einen höheren Rang innerhalb der Gruppe innehat. Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen haben in der Regel eine dunkelbraune oder sogar schwarze Färbung. Das sehen wir ja auch hier. Das ist ja, der ist ja hier komplett fast schwarz hier, ne? Also. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, wir wollten jetzt hier nämlich mal die Reibesäule aufstellen. Und das bekommen die auch hier bei den Bäumen. Auch da bekommen die so eine Reibesäule hingestellt. Und hier. Schon wieder Veterinärforschung. Das geht aber hier Schlag auf Schlag. 2 Gegenstände haben wir freigeschaltet. 30% Paarungsbonus. Stimmt, und die Infoboxen brauchen wir noch. Das Infomaterial. Den Affen kümmern wir uns gleich. Genau, wir brauchen nämlich noch bei den Einrichtungen brauchen wir noch hier die Gehege-Infotafel. Die platzieren wir hier hin und dort werden die Rappenantilopen gezeigt. Und ich würde sagen, das ist halt, dass man das nicht umschalten kann. Ich meine, die Bildungsansicht brauche ich eigentlich nicht immer. Da packen wir nochmal eine hin. Ach, kein Strom. Okay. Mist. Dann wählen wir doch einfach mal ein paar mehr Sachen aus hier. Das und das zusammen. Alles, ja, dann haben wir alles. Dann packen wir das doch mal auf die Seite hier. Und kümmern uns dann auch um Strom nochmal auf der Ecke. Aber es wird fleißig gespendet. Und wir sind immer noch ein bisschen im Plus. Ach ja, komm, ich weiß. Würde ja auch gerne einen Tierarzt hinschicken. Okay, wird gerade erledigt. Da kommt schon der Tierarzt.
Bei jemandem drillen können wahrscheinlich auch keine Besucher rein, oder? Gucken wir mal. Tiere. Gäste können Wege betreten? Nein, können sie nicht. Okay. Gut, das wäre auch zu einfach gewesen. So, der wird aber schon die Krankenstation gebracht hier, der Kleine. Da liegt er auch schon. Ja, du bist schon wieder fit. Gut, um die Wasseraufbereitung wird sich gleich auch gekümmert. Das sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Da ist ein Techniker schon auf dem Weg. Ah, hier sind Tapire. Ja, nicht. Ich hätte noch einmal drei drin gehabt. Ach, der Kleine ist immer noch ein bisschen neu. Nein. 2,7 Jahre alt. Aber die Rappenantilopen, haben die nicht Nachwuchs bekommen? Oh, da ist es ja hier. Jungtier 0,2, also gerade frisch auf die Welt gekommen. Simba heißt es, automatisch vergebener Name. Ja. Ja, schön. Schön, schön. Ein Jungtier, glaube ich, bekommen, oder? Weiß, wir sind ein bisschen geschubbert hier. Oder? Na, komm, komm, komm. Fühl dich nicht beobachtet. Ja, da wird sich jetzt fleißig und kräftig gerieben. Im Kopf schubbern. Sehr gut. Müsste ein Jungtier sein. Wir schauen mal eben nochmal. Tiere. Ah, die eine ist hier noch schon wieder trächtig. Sehr gut. Ja, ist ein Jungtier, ja. Und Dalida ist trächtig. Und noch ein Mandrill ist auch trächtig gerade. Februar kommt hier die Kinder. Und hier wird der Nachwuchs im März nächsten Jahres erwartet. Ja, da wird auch schon geschrien vor Freude. Und wir erforschen jetzt gerade die letzte Stufe der Rappenantilopen. Danach können wir mal schauen, ob wir irgendwo... Ah, jetzt funktioniert die Forschung auch. Für die Mitarbeitereinrichtungen haben wir gleich den großen Mitarbeiterraum. Oh nein, ich glaube, das sind die Faunen, oder? Ja, hier sind, glaube ich, welche ausgewachsen bei den Faunen. Dreieinhalb, der wird mal verschifft. 3,5, der wird auch verschifft. Der 3,2 wird auch. Hier haben wir noch ein Männchen. Wird auch verschifft. Und noch ein Weibchen. Oh, verschiffen. Golden, okay. Den lassen wir mal drin. Der kommt hier nochmal weg. Hier noch. 5,6, der kann drin bleiben. Den lassen wir drin. Den lassen wir definitiv drin. Der wird schon verschifft, ne? Wir wollten den hier drin lassen, ne? Den verschiffen wir jetzt aber. Wollen wir? So. Hier haben wir... auch ein guter V. 7,5 Jahre, der ist auch gut. Aber der kommt dann mal weg. Da bin ich einfach zu viele Tiere hier gerade drin. Oh, die ist gut. Die kommt weg. Also, die sind nicht weg. Also, die werden natürlich alle... Was ist denn hier los? Entenmarsch hier. Oder Faunmarsch. So ungefähr wirkt es gerade, wobei jetzt hier gerade ein Ausreißer dabei ist. Hab ich ganz genau gesehen. Ganz genau gesehen, den Ausreißer. Ja, man könnte es als Entenmarsch bezeichnen, wenn es nicht Faun wären.
Hier im Gehege wird jetzt gerade fleißig sauber gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Weil zu viele Tiere machen halt das ganze Ding hier dann halt eben auch so ein bisschen sehr schmutzig. Gut. Und die ganzen Tiere kloppen wir jetzt einmal mal weg. Oh, wir, ja, wir haben was freigeschaltet. Wir haben die neue Mitarbeitereinrichtung freigeschaltet. Sehr gut. Wir brauchen aber vielleicht auch nochmal unter Umständen noch ein bisschen Souvenirs. Das heißt, wir forschen jetzt nochmal in Souvenirs hier. Aber jetzt werden erstmal die Tiere hier aussortiert. Also in die Wildbahn zurück, in die Wildnis zurücklassen. Und zwar hier am Handel. Alle freilassen, was kriegen wir für? 8. Okay, das war auch schon mal mehr. Ah, unsere Faunen sind einfach nicht so viel wert, wie sie wert sein sollten. So, der hier kommt nochmal weg. Gut, das haben wir jetzt hier freigeschaltet. Achso, für die Rabenantilopen haben wir die letzte Forschungsstufe freigeschaltet. Also das heißt, auch die haben wir jetzt durch. Ein neues Spielzeug bekommen. Gehege. Gucken wir mal. Ich glaube aber nicht. Ja, das war eine weitere Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.